baggern wir jetzt hier einfach ein bisschen Teppich drauf. Scheiße. Servus zu einer neuen Episode Ride My Bike. Und zwar gibt es heute eine etwas andere Episode, denn wie ihr sehen könnt, habe ich ein paar Besorgungen gemacht. Ich war einkaufen, denn wir bauen heute einen kleinen Kicker für mein Trailbike. Denn ich möchte versuchen, irgendwelche BMX-Tricks nachzumachen, die ich früher so gemacht habe. Unter anderem wäre es schön, so ein One-Foot-Can-Can, No-Foot-Can-Can, vielleicht auch No-Hander. Wir werden sehen, denn das Wetter ist aktuell nicht so das Beste. Es fängt ständig an mit Regnen, es ist relativ kalt und rutschig. Müssen wir gucken, was klappt und was nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal den Kicker, provisorisch. Und dann probieren wir mal ein bisschen was. So, so sieht jetzt erstmal der Kicker aus und ja, sieht ein bisschen polnisch aus. Ich hätte die Latten vielleicht noch kürzen können, aber ja, es erfüllt seinen Zweck, hoffe ich. Und ich bin mal gespannt, wie es geht. Tackern wir jetzt hier einfach ein bisschen Teppich drauf, damit ich ein bisschen mehr Grip habe. Hier unten noch und dann passt das. So, ich habe mich mal fix umgezogen, die GoPro angeschnallt, den Helm aufgesetzt und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal ein paar Testsprünge und mal gucken. Also ich muss sagen, es geht verdammt gut. Ich muss den Teppich bloß noch ein klein bisschen mehr festmachen. Den hat es jetzt ein bisschen verschoben. Und dann würde ich sagen, dann können wir mal senden. Jetzt fängt es natürlich leider wieder an mit Regnen. Aber wir kriegen das schon hin. Scheiße. So, jetzt ist das passiert, was ich schon vermutet habe. Beim No-Foot, bei der Landung, bin ich mit dem linken Fuß natürlich umgeknickt, weil in den drei Stiefeln hast du jetzt nicht so stabilen Halt. Deswegen ziehe ich jetzt einfach meine Enduro-Stiefel an, die sind einfach stabiler und dann probiere ich es nochmal.
eigentlich ganz zufrieden. Also seit ich die Stiefel gewechselt habe, geht es einfach irgendwie besser. Und ja, zum Abschluss würde ich gerne noch den No-Hander probieren. Mal sehen, wie weit ich es mir getraue, die Hände wegzunehmen. Also Ziel wäre schon so oder so. Ja, müssen wir mal gucken. Und natürlich waren jetzt die Voraussetzungen nicht die besten. Ihr habt es ja gesehen, es hat teilweise stark geregnet. Hier ist jetzt mittlerweile nur noch Schlamm. Ich hatte sogar einen Zuschauer. Trotz, dass ich auf Privatgrundstück fahre, hat mich die ganze Zeit ein Förster beobachtet. Und ja, auf jeden Fall am Ende dann mit dem No-Hander und dem No-Foot war ich eigentlich ganz zufrieden. Ansonsten, es wird mit Sicherheit ein Teil 2 geben. Wenn euch der Teil 1 gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund!